Herzlich willkommen bei Hauptstadt Sport TV hier bei den Maccabi Games aus dem Olympiapark. Welcome to the Maccabi Games at hauptstadtsports.tv. Hallo und herzlich willkommen bei Hauptstadt Sport TV. Der vierte Tag der European Maccabi Games ist in vollem Gange und logistisch ist das Ganze ja eine große Herausforderung, denn 2300 Athleten wohnen im Estrel Hotel am anderen Ende der Stadt, müssen jeden Morgen mit Bussen hierher gefahren werden. 45 bis 60 Minuten dauert das und hier ist gerade ein Bus angekommen und wir fragen einfach mal, sorry. Yeah. What are you doing today? We're watching the game. You're watching which game? The soccer game for 18 under. And you're not playing today? No, we're playing today at night time. For basketball. Oh. You're basketball? Yeah, Itai, come tell her. What? Come tell her. What was the question? So how is it going so far in the tournament? Good. We beat Turkey 112 to 43. Pretty exciting. And tonight, who are you playing against? Great Britain. Thank you. Thank you. Go America. Also, Sie spielen Basketball und haben hoch gegen die Türkei gewonnen, freuen sich darüber natürlich. Ja, Basketball, das findet nicht hier auf dem Olympiagelände statt. Es findet statt in der Sporthalle Charlottenburg. Und da trifft heute auch Deutschland auf Israel. Gerrit Lagenstein. Willkommen zurück in der Semmeringstraße. Im Gegensatz zu Tag 2 der European Maccabi Games standen heute die Nachwuchsspieler im Fokus. Genau genommen die aus Israel und Deutschland. Wir erinnern uns, am Dienstag kassierten diese beiden Länder bei den Großen jeweils eine empfindliche Niederlage. Da stellt sich natürlich die Frage, welche Maccabi-Auswahl sich zukünftig mehr auf Unterstützung aus dem eigenen Nachwuchs freuen kann. Die ersten Minuten beantworteten diese Frage recht schnell. Deutschland zwar mit der 2:0 Führung durch Dejan Adinast, doch das war es dann auch erstmal. Danach begann der Korbleger-Express der Israelis zu rollen. Angriff um Angriff zogen sie erfolgreich zum gegnerischen Brett. Versuchten die Deutschen mal dasselbe, zeigten ihnen die Israelis auf äußerst schmerzvolle Weise, dass hier so einfach kein Durchkommen war. So wuchs und wuchs die Führung. Beim Halbzeitstand von 60:15 musste schon Schlimmstes befürchtet werden. Doch die deutschen Basketballer zeigten sich nach der Pause leicht verbessert. Zwar verloren sie immer noch häufig den Ball und lieferten ihren Gegner damit einfache Punkte, aber hin und wieder wehrten sie sich dann doch. Jaden Melnitzki versuchte sein Glück immer wieder aus der Distanz und war damit auch das ein oder andere Mal erfolgreich. Israel war auf solche Einzelaktionen nicht angewiesen. Sie verteilten die Scoringlast vorbildlich auf mehrere Schultern und spielten die Partie damit souverän herunter. Genau in diesem Teamspiel sah Gal Zebak auch den Schlüssel zum 120:37 Erfolg seiner Mannschaft. Wir haben gewonnen, weil wir zusammengespielt haben. Bei uns versucht niemand alleine das Spiel zu gewinnen. Wir sind ein Team. Das ist unser Erfolgsgeheimnis. That's our secret. Nun ist die deutsche Maccabi-Auswahl natürlich auch ein Team, nur leider eins, was wesentlich weniger eingespielt ist als die Israelis. Für das abschließende Gruppenspiel rechnet sich Georg Kokoljew dennoch alle Chancen aus. Großbritannien ist realistisch. Also Großbritannien, wenn wir uns anstrengen, wenn wir uns heute ausruhen, morgen regeneriert, wieder hier in die Halle kommen, können wir Großbritannien schlagen. Diese Partie haben wir leider nicht im Programm. Dafür dürft ihr euch am Montag erneut auf das Aufeinandertreffen deutscher und israelischer Basketballer freuen. Beim Let's Play Together Event werden Vereinslegenden von Maccabi Tel Aviv und Alba Berlin zusammen auf dem Parkett stehen. Ja, wir haben mal wieder die Sportart gewechselt, sind jetzt beim Badminton angekommen und haben hier gleich bei uns prominenten Besuch. Marc Zwiebler, Europameister im Badminton, ist hier. Und Marc Zwiebler, Sie sind auch Pate im Badminton. Wie ist es denn dazu gekommen? Ich wurde gefragt und habe da eigentlich nicht lange gebraucht, um dazu zu sagen. Ich denke, das ist eine super Veranstaltung. Was ich bisher erleben durfte, war wirklich wunderschön und ich bin froh, jetzt hier in Berlin auch in der Halle sein zu können. Kann man das denn sagen, als Außenstehender so ein bisschen auch, wie wichtig ist es denn, so europäische Maccabi-Spiele hier in Berlin zu haben? Es ist unglaublich wichtig und ich bin auch stolz darauf, dass die Spiele wirklich in Berlin stattfinden und auch in diesen historisch sehr geprägten Sportstätten. Ich glaube so ein bisschen, dass das Fazit der Spiele für mich bisher ist, dass sich ein Kreis schließt. Für Deutschland als Land, für Berlin als Stadt, aber auch für viele einzelne Individuen ist es wirklich so ein bisschen Abschluss und Neubeginn. Ich bin wirklich sehr positiv überrascht. Und haben Sie denn auch schon was gesehen, so ein bisschen von den Spielen, vom Sport?
noch nicht allzu viel, aber heute habe ich die Möglichkeit, mir verschiedene Sachen anzugucken. Bin natürlich, wie gesagt, froh, in meiner Sportart Badminton hier dabei zu sein, mir ein bisschen was anzuschauen. Wird später noch das Schwimmen mir anschauen und einfach ein bisschen die Atmosphäre hier genießen. Okay, und ich glaube, wir haben ja auch schon die ersten Finals hier im Badminton und da schauen wir jetzt mal rein. Das ist Badminton, alles andere war nur Federball. Dieser Spruch geht in der Halle um nach dem packenden Herren-Einzelfinale zwischen Alan Shackman aus den Vereinigten Staaten und Alan Plavin aus Litauen. Der sechsmalige US-Junioren-Champ und der Goldmedaillengewinner der letzten beiden European Maccabi Games schenkten sich in einem hochklassigen Dreisatzmatch keinen Millimeter. Doch der Reihe nach. Am Vormittag schon hatte der gebürtige Berliner Bahrai Ephraim Savar die Qualität des Amis schmerzvoll erfahren müssen. Im Doppel mit seinem Partner Michael Resnik war er im Viertelfinale an dem US-Duo Shackman-Berdyshevsky klar in zwei Sätzen gescheitert. Kein Beinbruch für den 36-jährigen Medizinstudenten. Für ihn bedeuten die European Maccabi Games vor allem, dass wir, egal wie verschieden wir sind, aus welchen Nationen wir leben, als jüdische Menschen wir immer Gemeinsamkeiten haben, die nicht nur auf religiöser Basis bestehen, sondern auch in sozialem Verhalten, in gewissen Dingen, die wir andere wissen oder ein anderes Verständnis, wenn wir gewisse auch traditionelle Dinge machen, dass es ein Verständnis dafür gibt, dass wir zum Beispiel hier überall koscheres Essen haben. Das ist eine Sache, die bringt uns natürlich zusammen, weil nicht alle ernähren sich koscher, aber in diesem Moment, wo man nach dem Sport sich hinsetzt und zusammen isst, das ist ein grandioser Moment. Nach dem gemeinsamen Essen ging es dann am Nachmittag sportlich weiter. Während Shackman sich noch durch seine Mixed-Spiele kämpfte, bereitete sich Plavin auf seine ganz eigene Art auf das Finale vor. Als es dann endlich losgeht, ist der Litauer aber hellwach. Den ersten Satz muss er zwar mit 21-17 an den US-Nationalspieler abgeben, doch im zweiten Satz zeigt der 22-Jährige seine ganze Klasse, gewinnt mit 21-14 und erzwingt so den Entscheidungssatz. Hier erwischt dann allerdings erneut Shackman den besseren Start. Doch Plavin kämpft sich heran, kann die Schlussphase bis zum Stand von 18-18 völlig offen gestalten. Am Ende hat Shackman die besseren Nerven, gewinnt Satz, Spiel und das Turnier mit 21-18. Ich weiß, dass wir gleich gut sind. Ich habe einen riesen Respekt vor meinem Gegner. Er ist sehr schnell und ich habe mich wahnsinnig unter Druck gesetzt gefühlt. Als Sportler muss ich mich beruhigen, damit ich besser mit dem Druck umgehen kann. Wir haben auch mit dem Sonnenlicht zu kämpfen gehabt, konnten nicht gut sehen. Daran müssen wir uns gewöhnen und schlau spielen. But we have to adjust, have to play smart and calm yourself down to play your best game. Am Ende können sich beide über Gold freuen, denn die Amerikaner starten als Nicht-Europäer außer Konkurrenz. Ja, hier sind die Sportler am liebsten, denn wir sind hier auf dem sogenannten Medals Plaza. Hier werden die Medaillen der Spiele vergeben. Hinter mir eine Siegerehrung der Schwimmwettbewerbe. Aber nicht nur hier im Olympiapark sind die European Maccabi Games zu spüren. In der ganzen Stadt sind Veranstaltungen und so gab es gestern einen großen Empfang im Roten Rathaus und Raphael Knob war dabei. Alle guten Dinge sind ja bekanntlich drei. Und genau deshalb begrüßte auch die Berliner Stadtspitze am dritten Tag der European Maccabi Games offiziell die Spiele in Berlin. Und zwar im Roten Rathaus. Nach der Opening Night im Estrel Hotel, der grandiosen Eröffnungsfeier in der Waldbühne, ging es im Festsaal zwar etwas gediegener zu. Die Damen griffen zum Kleid, die Herren zum Anzug, aber nicht weniger attraktiv. Also ich bin ja Ex-Schwimmerin und in der Nationalmannschaft geschwommen, insofern ist mir Sport sehr, sehr nah. Ich lasse mich gerne anstecken, bin gut befreundet mit dem Deutschlandchef Maccabi, mit Alon. Und als er fragte, ob ich das gerne machen möchte, habe ich keine Sekunde gezögert, weil Berlinerin mein erstes Mal im Roten Rathaus läuft. Mit ihrem strahlenden Lächeln führte die TV-Moderatorin und Ur-Berlinerin durch den Abend. Rund 150 geladene Gäste, darunter Politiker, Organisatoren und auch die Maccabi-Biker, ließen sich das kleine, aber feine Spektakel nicht entgehen. Es wurden Reden gehalten, musiziert, Hände geschüttelt und. Ab jetzt wird aber wieder nach vorne geschaut, denn neben der politischen und historischen Bedeutung steht ja bei den Maccabi Games vor allem der Sport im Vordergrund. Ich hoffe, dass Sie erstens sehr viel Spaß haben werden in der Stadt selbst, aber ich hoffe auch, dass Sie das, was Sie sich vorgenommen haben, nämlich Ihre Bestleistung zum richtigen Zeitpunkt abrufen zu können, dass Sie das erfüllen können und dass Sie faire und erfolgreiche Spiele genießen. Übrigens, so hat er es uns zumindest versichert, war Frank Henkel bereits bei einigen Sportevents mit dabei. Und wir sind es weiterhin auch, und zwar hier.
Die Maccabi Games, die European Maccabi Games in Berlin auf Hauptstadtsport TV. Denn mit Hauptstadtsport TV sieht man besser. In diesem Sinne, klickt fleißig rein. Ich bin jetzt hier im Hockeystadion. Da treffen nachher noch die deutschen Frauen auf Argentinien. Und ja, dabei im Team auch Deborah Rosenthal, die Enkelin von Fernseh-Ikone Hans Rosenthal. Und ja, Debbie, Dalli Dalli, hörst du das oft? In letzter Zeit immer öfter. Also ich muss sagen, als Kind habe ich es gar nicht so oft gehört, aber jetzt so seit den letzten 5 Jahren oder so immer häufiger wird man dann doch darauf mal angesprochen und damit auch in Verbindung gebracht, ja. Sind denn diese Spiele so ein bisschen auch was, wo man als jüdische Sportlerin so ein bisschen an seine Wurzeln denkt, zurückdenkt, wie das alles war, wie das alles ist? Selbstverständlich stärker als sonst im Alltag. Also hier so groß in einer Gemeinschaft, wo alle jüdisch sind, das ist schon was ganz Besonderes und was Seltenes. Und ja, das ist schön einfach. Die European Maccabi Games in Berlin. Ist das auch so ein Anlass, nochmal zurückzudenken an Ihren Großvater? Er wurde ja versteckt während des Dritten Reichs. An seine Geschichte nochmal zu denken? Da würde ich gar nicht sagen, dass die European Maccabi Games so der große Anlass für mich sind, an die Zeit zurückzudenken. Natürlich jetzt hier in Deutschland, würde ich sagen, vermehrt, weil jetzt vor allem, wo wir hier auf dem Gelände spielen, da denkt man natürlich an die Zeit zurück, was damals war. Aber normalerweise die European Maccabi Games oder auch die Maccabia in Israel ist halt einfach dieses Sportevent, was da im Vordergrund steht und was einfach schön ist, daran teilnehmen zu können. Du warst ja zweimal dabei bei der Maccabiade in Israel. Kann man das vergleichen, European Games, Maccabiade? Man kann es sicherlich vergleichen. Vor allem hier beim Hockey haben wir ja trotzdem die USA dabei, Argentinien dabei, damit wir überhaupt spielen können, welche ja keine europäischen Mannschaften sind. Ich persönlich finde es bei der Maccabia in Israel, also erstens liebe ich Israel, ich fahre da immer wieder gerne hin. Und es ist da einfach nochmal größer aufgezogen als hier die European Maccabi Games. Ja, der Auftakt war ja nicht so erfolgreich, 1-2 Niederlage gegen die Niederlande. Habt ihr die schon verkraftet? Die haben wir ganz gut verkraftet, denke ich. Also klar waren wir enttäuscht, vor allem weil wir so knapp dran waren, zum ersten Mal gegen die Niederlande zu punkten. Allerdings sind wir alle ganz optimistisch, dass wir halt im Finale nochmal die Chance bekommen, das Ergebnis zu drehen. Okay, und die Niederlande, die hatten ihr zweites Spiel schon gegen die USA und das hat Benjamin Pieler gesehen. Die US-Ladies stehen unter Zugzwang. 2 Spiele, 2 Niederlagen lautet die Bilanz der Mädels im Blau. Ihnen gegenüber der Favorit des Maccabi-Turniers, die Niederländerinnen, welche beide Partien gewann. Mit diesem Kampfschrei und einem leichten Lächeln geht's in die Partie. Die Niederlande von Anfang an mit mehr Spielanteilen. Kein Wunder, denn 4 der Mädels spielen in der ersten niederländischen Liga. So auch Anne-Sarah Breuer mit der ersten kleinen Chance. Neben den Erstligamädels sind aber auch Spielerinnen aus unterklassigeren Teams bei Oranje am Start. Auch das ist der ganz besondere Reiz an den European Maccabi Games. It's very nice. They learn a lot from us. Das ist toll, die lernen eine Menge von uns und ich lerne viel von ihnen. Ich kann jetzt auch mal mit nicht so guten Spielerinnen zusammenspielen. Das ist super, mir gefällt's. Auch Teddy Kloster kann also noch lernen. Sie spielte bereits bei Amsterdam und den Bosch in der ersten Liga. Trotz ihrer zarten 20 Jahre beendet Teddy aber nach dieser Saison ihre Karriere, die European Maccabi Games, also ihr letztes Turnier. Wenn es für die Niederlande so weitergeht, schließt sie ihre Karriere mit einem Titel ab. Dazu muss aber erstmal gegen die USA gewonnen werden. Zur Halbzeit steht es zunächst nur 0-0. Die Chancenauswertung der Holländerinnen mit Pech im Abschluss und auch bei Strafecke die Niederlande ohne Erfolg. Im zweiten Durchgang dann wieder das gleiche Bild. Oranje am Drücker und diesmal endlich mit dem Treffer. Goodsmead mit dem 1-0. Ja, und ist der Knoten einmal geplatzt, läuft's einfach. Schöner Konter, Breuer auf Kloster. Drin ist das Ding 2-0. Und weil's so schön war, einfach gleich noch einer hinterher. Teddy Kloster mit einem super Solo und ihrem zweiten Treffer der Partie. It feels great. Yesterday Das fühlt sich super an. Ich habe ganz gut gespielt, so wie im Spiel davor, aber ich möchte immer gewinnen. Ich war sehr froh, ein Tor zu schießen und das letzte war richtig super. Ich bin glücklich.
first one was very nice, so I'm happy. Und einen Treffer haben wir noch, allerdings nicht im Tor. Aua, glücklicherweise ist da nichts Schlimmeres passiert. Deborah Feimer kann direkt nach der Partie auch schon wieder lächeln. Und dazu gibt es ja auch allen Grund. Mit dem 3:0-Erfolg holt sich Oranje den Gruppensieg. Im Halbfinale wartet dann erneut die USA. 2, 3. Das deutsche Team um Deborah Rosenthal gewann ebenfalls ihr letztes Vorrundenspiel gegen Argentinien mit 4:0. Zu Beginn zwar die Südamerikanerinnen am Drücker, doch Deutschland dann einfach zu überlegen. Dieses Ergebnis lässt für das Halbfinale hoffen, denn auch da heißt der Gegner Argentinien. Wir sind jetzt beim Fußball angekommen. Hier spielt Deutschland gegen die USA. Und ja, es sind die Spiele der kurzen Wege. Die Hockeyhalle ist um die Ecke, das Schwimmstadion. Und da kommen viele Teams hierher, um ihre Mannschaften zu unterstützen. So zum Beispiel auch im Hockey. Die Hockeymannschaft ist hier, um ihre Mannschaft zu unterstützen. Wir unterstützen jetzt die deutsche Fußballmannschaft. Bisher sieht es gut aus für die Deutschen. Sie sind am Drücker, die USA aber auch. Wir hoffen, dass sie für uns die Medaille mit nach Hause nehmen und alles Gute. Und wie läuft es bei euch? Bei uns läuft es super, also geht so. Wir holen auf jeden, wir können eine Medaille auch holen. Gegen die Israelis haben wir 4:0 gewonnen und gegen die Holländer 6:1 leider verloren. Am Freitag um 5 Uhr spielen wir wieder gegen die Israel-Rückrunde. Ich hoffe, da gewinnen wir es wieder und packen wieder eine Medaille. Okay, viel Erfolg. Dankeschön. Ja, es ist wahnsinnig viel los hier. Ganz schön laut. Stimmung ist hier auf jeden Fall. Und wir sind am Ende unserer Sendung angekommen. Morgen sind wir wieder für euch da. Da klickt rein bis dahin auf Facebook und auf Twitter. Und ja, bleibt sportlich. See you soon. Der verdient den Namen.